Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei der PC Engine Mini und das ist Soldier Blade und ich nehme es vorweg. Das sehen wir später nochmal in einer Special Edition. Ja, ihr könnt ja schon mal ran. Was erwartet uns bei diesen Bildern? Ja, natürlich. Ein Sportspiel. Richtig. Nein, natürlich nicht. So, ich überlege mal, passiert noch irgendwas anderes mit dem Screen oder zeigen sie eigentlich sozusagen jedes Mal dasselbe? So, da ist er. Normal Game, genau. Auf geht's. Sieht man ein Smap und das wisst ihr schon. Der Turbo Graphics bzw. die PC Engine bzw. die Core Graphics, das kriegen sie hin. Das kann das Ding. Es gibt so ein paar Sachen, dafür ist das nicht so wirklich geeignet, aber dafür war das eine geile Maschine. Aber eben wieder leider bei uns viel zu unbekannt. Ich kenne eigentlich keinen. Das ist mal eine Frage für euch vielleicht. Auch die Leute auf YouTube, die das dann mal nachgucken. Kanntet ihr einen, der so ein Maschinchen hat? Wahrscheinlich nicht. Ich muss auch zusehen, ich kannte auch wirklich aber auch keinen, der Neo Geo oder sowas hatte. Also Respekt für die Leute, die wirklich so ein Spielzeug hatten. Boah, ich glaube, jetzt bin ich aber, was Feuerkraft angeht, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Ja, das ist... So muss ein Smap sein. Dann klappt es auch meinem Nachbarn. Ich glaube, jetzt kann man alles wirklich zerbersten. Aber ein richtig geiles Game. Ein richtig geiles Game. Ich habe übrigens mal geguckt, es ist tatsächlich so, bei den 6 versteckten Games ist es scheinbar geblieben. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht noch in den nächsten Jahren irgendwas rauskommt, dass da vielleicht noch was ist. Aber man muss sich vorstellen, man hat wirklich auf dieser Konsole, ne, 60 Games. Da waren, muss man ja ganz ehrlich sagen, ein paar richtig gute Sachen dabei. So, was bist du denn? Du bist doch bestimmt... Du hast doch bestimmt 25 Attacken. Wie sieht das für so ein... Natürlich. Er ist noch nicht Bullet Hell. Aber der wird doch bestimmt 380.000 Attacken haben. War's das schon? Okay. Ich glaube, das war jetzt nicht so schlecht. Soundtechnisch geht auch völlig in Ordnung. Kann man sich auch absolut mit zufrieden geben. Designtechnisch in Ordnung. Also, man muss immer so sagen, die PC Engine kann man so immer so... Es gibt so ein paar Sachen, die sehen sehr 8-Bit-lastig aus. Aber eigentlich kann man die immer so ganz gut mit den üblichen 16-Bit-Games, so Sega, Mega Drive und Nintendo und sowas vergleichen. Die haben aber auch manchmal Sachen, wo es dann so ein bisschen denkt, wo man sagt, oh, das könnte auch eher auf dem Amiga gelaufen sein. Deswegen, das ist schon ein schönes Spielzeug. Ah, das ist doch wieder ein Smap, wo eine Menge kaputt geht. Das will ich haben. Oh, ich habe irgendwie Freileben. Boah, machen wir. Ist das Video jetzt schon länger als manche andere Videos dieser Reihe. Aber geht. Geht. Also falls jemand Fan dieses Genres ist, das ist okay. Also das Ding werde ich mir auf jeden Fall mal merken für irgendeine Börse oder sonstiges. Weil das ist etwas, wo man sagen könnte, das kann man in der Sammlung haben. Das macht alles richtig. Nächster Boss. Was kannst du denn? Außer mir wahrscheinlich total wehtun. Okay. Okay, okay, okay. Ganz eigenwillige... Angriffsstrategie.
Okay, dann kann ich natürlich jetzt wunderbar auskontern. Und dann kann ich schön immer... Oh, noch ein Angriff. Hast du wieder deinen... Nee, jetzt macht er den nicht mehr. Okay, der Turm ist weg, dann wird der gleich auch weg sein. Dachte er. So. Uah. Guck. Hast du jetzt noch den Angriff? Okay, den kann ich hier ein bisschen austauchen. Jo, das klappt doch. Das geht doch völlig in Ordnung. Level 3. Ach, Operation Complete. Ach, das war erstmal Level 1. Oder war das das Game? Aber geht in Ordnung. Finde ich cool. Und davon gibt es eben noch eine Special Edition. Die ist auf der Kiste eben auch drauf. Auf. Ja, bis jetzt kann ich hier alles richtig ordentlich wegrotzen. Uah. Was schmeißt er denn da? Würfel? Aus der Abteilung schlechte Witze, die Würfel sind gefallen, ne? Und schlechte, ich weiß nicht, er kennt ja diese Gags, ne? Dass man Leuten falsche Zitate zuweist, ne? Machen wir einfach, die Würfel sind gefallen, ne? Shigeru Miyamoto. Zum Ende des Gamecubes. Ja, die können wir jetzt alle hier wegmachen. Das finde ich gut. Ja, es geht in Ordnung. Vor allem, wir sind auf normal, ne? Wir sind nicht auf easy. Also. Okay. Ja, du kommst in eine Position, die mir nicht so gefällt. Gehen wir mal ein bisschen in die Mitte des Screens. Okay, da ist wieder der Würfelbomber. Denn jetzt der Boss? Das ist ja aber Zeit. Jetzt kommt der Boss. Okay. Lass mich raten, du bist bestimmt noch böser. Aua. Ja, ist er. Aua. Okay. Jetzt mal aufhören, hier Mist zu machen. Oh, ein Treffer und ich bin weg. Ja, das kannst du mit der Bewaffnung, glaube ich, vollkommen vergessen. So. Ja, aus der Abteilung. Sowas geht dann doch schneller, als man denkt. Das war Soldier Blade. Das passiert, wenn man die Special Waffen verliert im Bosskampf. Ja, dann sind sie weg. Aber trotzdem, richtig, richtig geiler Smap. Also, macht alles richtig. Gutes Game. Wirklich gutes Game. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Und denkt dran, abonnieren, kommentieren, bewerten und... Ne? Glocke. Bim, bim sozusagen. Wir sehen uns.